Nach nunmehr fast 40 Jahren darf der Schauspieler Harald Mark seine unglaubliche, aber selbst erlebte Weihnachtsgeschichte erzählen. Der Weihnachtsmann höchstpersönlich hat nun endlich seine Zustimmung gegeben. Lauschen Sie dieser einzigartigen Geschichte und urteilen Sie selbst, wahr oder unwahr. Weihnachten 78. Endlich darf ich die folgende Geschichte erzählen. Der Weihnachtsmann persönlich hat es mir erlaubt. Ja, Sie werden jetzt sagen, also ich meine, die Erwachsenen werden jetzt sagen, den gibt es doch gar nicht. Aber glauben Sie mir, er ist da. Eben noch lief er hier draußen rum, der Echte. Ich habe ihn gerade getroffen. Und wissen Sie, was er zu mir gesagt hat? Na, Harald, willst du die Geschichte, die du mit mir erlebt hast, heute bei dieser Charity erzählen? Ja, das würde ich gerne. Aber du hast doch gesagt, dass ich die für alle Zeiten für mich behalten soll. Ja, das hast du ja auch brav getan. Heiligabend 1978 war das, oder? Das weißt du noch? Na ja, klar. War für mich ja auch ein besonderer Abend. Aber ist jetzt lange genug her. Du darfst es jetzt erzählen. Aber eins sag ich dir. Die Leute werden dir die Geschichte sowieso nicht glauben. Dann zwinkerte er mir zu und weg war er. Und wer? Wenn nicht der echte Weihnachtsmann, könnte so genau wissen, was mir an Heiligabend 1978 passiert ist. Also, damals, da habe ich meine Weihnachtsgeschenke für die Familie immer erst an Heiligabend, kurz vor Ladenschluss, der um 2 Uhr war, bei Karstadt gekauft. Ja, Sie lachen, aber das ist am bequemsten, kann ich nur empfehlen. Man kriegt ohne Probleme einen Parkplatz, die Verkäufer haben Zeit, weil kaum noch Kunden da sind und weil ich genau wusste, was ich wollte, waren sie auch alle freundlich zu mir. Parfüm für Mama und Oma, Weinbrandbohnen für Papa, Schokolade für meinen Bruder und für Opa die besonderen Zigarren, die es nur hier gibt. Also, wir zu Hause legen alle keinen großen Wert auf teure Geschenke. Für uns war das Beieinandersein, das Zusammenessen und gemütlich am Tannenbaum sitzen wichtiger. Und für mich, besonders in diesem Jahr, denn ich war im Sommer von zu Hause ausgezogen und hatte alle nun schon ein paar Wochen nicht mehr gesehen. Diesmal war ich schon um 1 mit meinen Einkäufen fertig. Zu früh, um nach Hause zu fahren, Familienmittagsschlaf. Also ließ ich mich durchs Kaufhaus treiben. In der Bettenabteilung sah ich niemanden. Keinen Kunden, keinen Verkäufer. Da konnte ich doch mal so eine schöne Matratze ausprobieren, oder? Also kaum lag ich, war ich auch schon eingeschlafen. Die letzte Nacht war aber auch verdammt kurz gewesen. Ich hatte mit ein paar Freunden schon auf Weihnachten angestoßen. Als ich meine Augen wieder öffnete, bekam ich einen Schock. Es war komplett dunkel. Wie lange hatte ich geschlafen? Und wie kam ich hier wieder raus? Also Weihnachten ganz allein bei Karstadt wollte ich ja nun nicht erleben. Zum Glück leuchteten die grünen Notausgangsschilder. Auf dem Weg dahin stolperte ich und fiel mit der Stirn gegen einen Bettpfosten. Also seit der Zeit habe ich diese Beule am Kopf hier übrigens. Ich rappelte mich wieder auf und ging jetzt vorsichtiger auf die Leuchten zu. Durch die Tür erreichte ich das Treppenhaus und sah durch das Fenster, dass es schneite. Fast ein halber Meter lag schon auf der Straße. Boah, also jetzt erstmal. Zuerst mal hier rauskommen. Dann hoffen, dass das Parkhaus noch offen ist. Und dann zusehen, dass ich irgendwie durch diesen Schnee nach Hause komme. Boah, Mann. Im Erdgeschoss drückte ich die Klinke der Außentür. Abgeschlossen. Und jetzt? Also ich meine, 1978 war das Wort Handy noch nicht erfunden, geschweige denn das Gerät. Aber plötzlich hörte ich aus dem Keller Schritte und eine Tür klappen. Hallo, ist da jemand, rief ich. Keine Antwort.
Vorsichtig schlich ich die Treppe runter. Währenddessen ging wieder eine Tür auf und ich hörte aufgeregte Stimmengewirr. Feierten die Mitarbeiter von Karstadt im Keller noch Weihnachten? Ich rief nochmal, wieder keine Reaktion. Als ich gerade die Tür öffnen wollte, da geht sie auf und ein kleiner Kerl in einem roten Mantel steht da, guckt mich mit großen Augen an und sagt: Kennst du dich mit Rentiergeburten aus? Also mein Gesicht hätte irgendjemand in diesem Moment fotografieren sollen. Das wäre bestimmt das Foto des Jahres geworden. Hallo, ich rede mit dir, sagte der Kleine. Meine Stimme wollte nicht so recht, aber dann antwortete ich: Ja, also ich komme vom Bauernhof und da habe ich immer den Kühen bei der Geburt geholfen. Ja, das muss ja wohl ungefähr dasselbe sein. Also jetzt komm rein, aber fix, sagte der Kleine. Ich hechele ihm hinterher und meine Gesichtszüge geraten jetzt vollends außer Kontrolle. Also ob Sie es jetzt glauben oder nicht, ich lief durch die Weihnachtswerkstatt. So einen großen Saal habe ich in meinem ganzen Leben nie wieder gesehen. Hunderte von Wichteln, wie der, der vor mir herlief, Elfen, Engel und Kreaturen, die ich noch nie gesehen hatte, wuselten durcheinander und packten die letzten Geschenke auf einen riesigen Schlitten. Die Regale an den Wänden waren fast leer. Mir fielen die Augen aus dem Kopf. Also ich meine, muss man sich mal vorstellen, ich war Anfang 20 an dem Weihnachtsmann und das ganze Gedöns, da glaubte ich doch schon lange nicht mehr. Und jetzt? Jetzt lief ich durch all das, an das ich nicht glaubte. Mein Wichtel blieb plötzlich vor einem großen Schuppen stehen, fast hätte ich ihn umgelaufen. Hier drin sind die Rentiere. Also unser Rentier-Geburtshelfer-Wichtel, der liegt besoffen in der Ecke, schnarcht und ist nicht wach zu kriegen. Und wir wissen nicht, was wir tun müssen. Okay. Er schob das Tor langsam auf und blickte ängstlich in den Stall. 7 Rentiere standen um ein auf der Erde liegendes Achtes und schnüffelten. Das Tier auf der Erde gab ein elendiges Stöhnen von sich. Warum hilft mir denn keiner? Meinte ich da herauszuhören. Hinter mir wurde es mucksmäuschenstill. Alle Wichtel, Elfen und so weiter sahen zum Tier und dann zu mir. Ich zog meine Jacke aus und ging ruhig auf die junge Mutter zu. Dabei murmelte ich immer wieder: Ruhig, ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, bin bei dir. Die Vorderhufe guckten schon raus, aber weiter schien das Kalb nicht zu kommen. Warmes Wasser, ich muss meine Hände waschen, rief ich. In Windeseile war alles da. Dann fühlte ich im Rentier, woher die Komplikationen wohl kommen könnten. Ich meine, ich war ja kein Tierarzt. Also ich war nur ein Bauernjunge, der früher oft zugeguckt hatte, aber mehr nicht. Gott sei Dank, das kannte ich. Die Nabelschnur hatte sich doppelt um den Kopf gewickelt. Während ich die abwickelte, brachten mir die Wichtel die beiden Taue, die ich haben wollte, und mehr Stroh. Dann band ich die Taue um die Hufe und auf 3 zogen wir mit 20 Leuten das Kalb vorsichtig heraus. Nun blökte die junge Mutter vor Freude so laut, dass am anderen Ende vom Saal eine Tür aufging und, haltet euch fest, der Weihnachtsmann auftauchte. Was ist denn hier los? Fragte er. Die Wichtel, Elfen und Engel brabbelten durcheinander und erklärten es ihm. Er winkte ab, kam auf mich zu und sagte: Ach nee, ein Mensch. Wie kommst du denn hierher? Tja, also ich habe da oben verschlafen. Ich wollte raus und weiter kam ich nicht. Na, ist schon gut, sagte er. Du heißt Harald, ne? Und du hast vor 16 Jahren aufgehört, an mich zu glauben, richtig? Ja, so ist das, antwortete ich. Und, was sagst du jetzt?
Naja, jetzt bin ich platt. Also ich muss meine Meinung ja wohl revidieren, ne? So ist das wohl, kam mit einem Grinsen zurück. Bist du der echte Weihnachtsmann? Fragte ich vorsichtig. Naja, wonach sieht's denn hier aus? Ne? Bei Karstadt im Keller? Also wollte ich jetzt mal so vorsichtig fragen. Ja, ach, aber da sind wir nur an Heiligabend nach Ladeschluss zum Packen. Mal bei Karstadt, mal bei Kaufhof, mal im Alsterhaus, wo gerade frei ist. Aha. So, so. Naja, so wirklich glauben konnte ich das ja nicht alles. Ne? Aber eine Frage habe ich noch. Ja, nur zu, aber viel Zeit ist nicht mehr. Gut, also, du hast 8 Rentierweibchen im Stall. Wieso kann eins davon einen Kalb gebären? Naja, heute ist doch Heiligabend, oder? Ja, und? Naja, da hat ja schon mal eine andere Frau einen kleinen Jungen zur Welt gebracht, ohne dass ein Mann, naja, du weißt schon, oder? Ja, ja, das muss ich dann wohl so glauben. Ja, so, jetzt aber genug gefragt. Danke, dass du das Kalb gesund auf die Erde gebracht hast. Hast einen Gut bei mir. Jetzt müssen wir aber schnell los, sonst komme ich noch überall zu spät. Und das willst du doch auch nicht, oder? Nee, 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 ich bin ja selber schon zu spät. Nee, keine Angst, ich flieg dich nach Hause. Dein Auto nehmen wir auch aus dem Parkhaus nebenan mit, du kommst nicht zu spät. Dann drehte er sich um und fragte in die Runde, alles fertig? Ein einziges, lautes, fröhliche Weihnachten aus Hunderten von Kehlen kam zurück. Gut, also Harald, einsteigen, festhalten und nie ein Sterbenswort zu irgendjemandem über das, was du heute erlebt hast, klar? Sagte der Weihnachtsmann zu mir und sah mich dabei so streng an, dass ich mir beinahe in die Hose gemacht hätte. In der Zwischenzeit waren die 7 Renntiere angespannt. Plötzlich fing es an zu rumpeln und alle Decken über uns klappten hoch, sodass es bis in den Keller schneite. Kaum saß ich neben dem Weihnachtsmann, flogen wir schon durchs Dach, drehten eine Runde durchs Parkhaus, um mein Auto einzusammeln und ab ging die Post zu meinem Elternhaus. Dabei konnte ich gerade noch sehen, wie das Dach von Karstadt wieder zuklappte. 2 Sekunden später landeten wir 20 Kilometer weiter auf dem Hof meiner Eltern. Einer der Wichtel setzte mein Auto an einer Stelle ab, wo ich nie parken würde, aber auch schon egal. Der Weihnachtsmann drehte sich zu mir um, legte seinen Zeigefinger auf die Lippen und sagte, denk dran, kein Wort. Ich nickte nur, stieg ab und weg war er. Ich rief nur ein Tschüss hinterher, aber ich glaube, das hat er nicht mehr gehört. Die Haustür ging auf. Mein Bruder guckte mich leicht skeptisch an und sagte, wem hast du denn gerade Tschüss gesagt? Und wieso parkst du da? Und wieso ist auf deinem Auto überhaupt kein Schnee? Stopp, rief ich. Keine einzige Frage mehr. Wenn ich dir die ernsthaft beantworten würde, dann würdest du mich sofort für total bekloppt halten. Und das willst du doch nicht, oder?